Ganzen Öle und die Filter. Das ist einmal der Simmering, der da rein muss. Hier sieht man was. Der sitzt da unten an der Zapfeneinschaltung. Der kommt einmal neu. Ja, und dann halt Dieselfilter, Ölfilter, Motoröl, Hydrauliköl. Ja. Gucken, weil die alle losnehmen muss. Aber immer Drittblatt muss weg. Der Hebel hier muss weg. Der Sitz muss, den muss ich auch noch weg haben nachher, damit ich nachher Öl auffüllen kann. Und ja. Wollen wir mal sehen, was da wird.
sitzt erstmal runter. Jetzt, wo da Öl im Motor ein bisschen zurückläuft. So. Dabei gehen. Ja, mal das schöne Spektakel hier wegnehmen. Kupplungspedal muss einmal ab. Und dann kann ich den Bock hier. Da sind drei. Oh, ich glaube wohl drei oder vier Schrauben sitzen da. Ich glaube sogar drei, vier. Die einmal lösen, dann kann ich den Bock hier rausnehmen. Und da müsste normalerweise die Welle drin stecken bleiben. Wo kommt die mit raus? Ihr werdet sehen. Auf jeden Fall kommt der Simmering neu. Hier kommt neue Dichtmasse dazwischen. Und dann sollte das eigentlich wieder gut sein. Wenn man jetzt eigentlich für den Start früher, wenn es wieder auf den Acker geht, ist ja dann wieder klar. Wie macht er das am besten? Zwei Hände,
Ja. So. Hoffe, ihr seht was. Sie hier, die zwei und die hinten sitzt eine. Die muss ich jetzt einmal lösen. Und dann kann ich diesen kompletten Bock einmal runterziehen hier von dem Pin. Hier sitzt der Hebel von der Zapfwelleneinschaltung dran. Und ich denke mal, hier innen drin wird dann wohl ein Simmerring sitzen, den ich vorhin gezeigt habe. Und der wird nun mal neu müssen. Kann man wohl sehen, ist alles nass, alles von Öl. Ja, da will ich doch mal machen. Thank you.
schaffen da die Kugel noch hinter. Also fühlt sich zumindest an. Weil wenn nicht, ist doof. Dann heißt es, wenn ich Pech habe, Deckel runternehmen. Also Hydraulikdeckel vor. Weil wir nicht Tempo drauf. Holz sitzt wieder drin. So wie es aussieht, sitzt die Kugel auch mit dran. Ich glaube, sonst könnte ich den jetzt auch nicht drehen. Aber ich kann den ja nicht drehen. Ja. Wir haben es jetzt aktuell 10:30 abends. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Morgen Abend geht's weiter. Moin! Ja, da bin ich wieder. Heute haben wir den 10. Januar. Jo, oh, da hinten was. Eigentlich ja, Mann. So. Ja, heute geht's wieder weiter mit dem Vorsaum. Den wir zu Ende machen. Ja, ich habe mir gerade mal angeguckt. Mit der Dichtmasse und das sieht ganz gut aus. Das ist schön hart geworden. Wie das aussieht. Das ist natürlich ein bisschen ausgekühlt, wie man hier sehen kann. Hier braun oder schwarz. Oder ah ja. Alles gut. So, dann wollen wir mal Öl auffüllen. Den Kanister, den kann ich komplett auffüllen. Der bekommt 20 Liter auf Getriebe oder Hydraulikgetriebe. Jo, Zapfhülle läuft.
so wie es sein soll. Kommt der dritte Brett noch dran. Und dann ist der.